Merci. So, meine nächsten vier Gäste nehmen uns jetzt mit auf eine kleine weihnachtliche Zeitreise. Es sind die Kinderstars aus den großen Weihnachtsserien der 80er Jahre. Damals in den 80er Jahren, als das Fernsehen noch Lagerfeuerersatz war, bescherten uns die öffentlich-rechtlichen Sender zu Weihnachten immer ein besonders schönes, besonders behagliches Knistern auf unseren Bildschirmen. Jedes Jahr zeigten sie neue, spektakuläre Familienserien mit einem neuen großen Kinderstar. 1981 und 82 war es Patrick Bach als Ausreißer Silas und als Piratenjunge Jack Holborn. 1983 gehörten unsere Herzen Katrin Tobol in der Jahrhundertwende-Serie Das Nesthäkchen. 1984 wurde Hendrik Marz als Kinder-James Bond Patrick Packard zum Teenie- und Schwiegermutter-Idol. Und 1987 rührte Silvia Seidel als gelähmte Ballettschülerin Anna Millionen von Menschen. 20 Jahre nach ihrem großen Durchbruch sind sie jetzt hier. Erstmals zusammen, also die früheren Idole aus dem Kinderzimmer. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Silvia Seidel. Hallo. Herzlich willkommen. Katrin Tobol, schönen guten Abend. Patrick Bach ist da. Schönen guten Abend. Und herzlich willkommen, Hendrik Marz. Ja, ja, eine kleine Lücke muss sein. Das ist ein kleiner dramaturgischer Aufbau sozusagen. Silvia, die große prima Ballerina Anna. Ich meine, das ist ja nur eine Rolle. Und ich weiß, damals haben sich wahnsinnig viele Mädchen beworben und wollten diesen Job haben. Warum hast du ausgerechnet diese Rolle bekommen? Also ich war in einer Ballettschule und die wurde wie, ich weiß nicht wie viel, zig andere Ballettschulen auch aufgesucht, um Kinder im Training zu beobachten und anzusprechen, ob sie zu einem Casting kommen möchten. Und ich hatte keine Ahnung, was die suchen, was die wollen. Ich bin hingegangen, habe vorgesprochen und war scheinbar der Deckel auf dem Topf. Das hat sofort geklappt. Also sie haben sofort geklappt. Nein, nicht am selben Tag des Castings, nein, nein, das war wochenlang Warterei, das ist ja meistens so. Aber man hat sich da auch nichts ausgerechnet, das war mir ja auch egal. Also ich war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Schauspielerin werden und das ist ganz wichtig. Das hat man eigentlich so just for fun gemacht. Ich habe ja getanzt und ja, Wochen später war die Nachricht da. Wie war es, als dann die Antwort kam, ja, du hast die Rolle? Jubelschrei ja, oder? Ja, das ist schon in der ersten Sekunde, echt Wahnsinn, war ich das gekriegt. Aber man hat, also wenn man jetzt nicht dringlich diesen Wunsch hat, wie ja viele Leute sagen, ich möchte unbedingt ins Fernsehen bekannt werden, ist das ja nicht so außergewöhnlich. Man freut sich, weil man denkt, oh, es hat geklappt. Also, aber man weiß nicht, was passiert. Die Folgen, das war ja wirklich nicht absehbar, was da bei uns passiert ist. Und was dann nachher noch stattfinden wird, wenn man bekannt ist und erkannt wird, das weiß man nicht. Also man freut sich, man hat was gut gemacht, wie eine gute Arbeit in der Schule geschrieben oder so. Bei Hendrik ist das so ganz interessant, ja. Silvia, wie ist das bei dir? Wenn du jetzt, wollen wir gleich erstmal gucken, Ausschnitt von Anna. Und dann reden wir danach drüber. Das ist, glaube ich, der bessere Weg. Also es ist, nochmal für die Zuschauer, die es nicht kennen, also es ist die Geschichte einer Tanzschülerin, die durch einen Unfall gelähmt ist und dann langsam wieder lernen muss zu laufen und es tatsächlich hinkriegt. Und dann wird sie eine ganz große, prima Ballerina. Ein Märchenstoff. Hier ist Anna. Komm. Nein, ich kann das nicht. Okay. Was heißt auf geht's auf die Klinik? Andiamo. Na ja, dann machen wir das doch. Andiamo. Anna, niemand erwartet irgendwelche Wunder von dir. Ich habe das aber alles mal gelernt. Das kann man auch sehr deutlich sehen. Es ist doch schon alles ganz toll. Aber es soll doch auch noch Spaß machen. Mensch, ärgere dich nicht, spielen macht auch Spaß. Aber schließlich möchte ich Tänzerin werden. Anna, kannst du nicht endlich aufhören, alles sofort haben zu wollen? Aber nur Spaß haben ist mir nicht genug. Geduld, verdammt nochmal. Da ging es ganz schön zur Sache. Also diese doppelte Belastung, zu spielen und gleichzeitig zu tanzen. Wie hast du es ausgehalten? Ich weiß es nicht. Man macht es halt, weil man es ja auch gut machen möchte. Und es hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist natürlich ein großes Problem, weil die Leute, die diesen Film hergestellt haben, haben keine Ahnung, wie ein Tänzer funktioniert. Also man denkt sich halt wahrscheinlich, man holt den und der hat einen Knopf und den macht man an und dann kann der tanzen. Auch nach der Mittagspause und nachdem er 5 Stunden rumgesessen hat und so. Also was gar nicht geht, ist, wenn man
wochenlang Spielszenen dreht, 14 Stunden, 13 Stunden. Und in der dritten und vierten Woche dann irgendwann diese eine Tanzszene. Man muss das jeden Tag probieren. Man kann das nicht so lange liegen lassen. Du hast in der Zeit gar nicht so die Möglichkeit, noch mal weiter zu trainieren. Also ich bin auf eigene Initiative bin ich nach 13 Stunden, 10 Stunden Drehen zu meiner alten Ballettlehrerin und habe mit ihr trainiert, weil ich mache mich da zum Idioten und niemand sonst, wenn es nicht funktioniert. Und ich wollte es natürlich gut machen. Und ich war auch nicht so gut. Und diese Sachen, die ich tanzen musste, waren weit über mein tänzerisches Können, absolut. Und deswegen musste ich extrem viel trainieren. Und ich habe wirklich gekämpft, um das irgendwie hinzukriegen. Aber nach so vielen Stunden Drehen war das teilweise auch nicht möglich. Und man macht es dann und man tanzt ja einen Ballettabend auch nicht fünfmal nacheinander. Und beim Fernsehen, also beim Film, dreht man das von da, man tanzt die Szene genau, so jetzt oft. Machen wir nochmal einen Gegenschuss mit der Kamera von der Seite und bitte, ja, Silvia, jetzt tanzt das nochmal durch die ganze Geschichte. Da treten große Probleme auf und man ist dann schon nah an den Tränen manchmal. Ja. Und ja. Wie gut warst du als Tänzerin? Hattest du vor, so eine prima Ballerina-Karriere zu machen? Ach, also ich hatte eigentlich überhaupt nichts vor, nie in meinem Leben, ganz ehrlich. Ich habe einfach getanzt, es hat sich so ergeben. Und war aber viel zu unsicher und zu schüchtern und meine körperlichen Voraussetzungen auch viel zu schlecht fürs klassische Ballett. Also weit gebracht hätte ich es ganz gewiss nicht. Und deswegen war es für mich halt sehr, sehr schwer, diese großen Solis da zu tanzen, die wirklich gute Tänzer tanzen müssen. Und deswegen musste ich sehr kämpfen, um dieses Training irgendwie zu kriegen. Katrin, hat dich der Film infiziert? Ich meine, es sind viele damals in die Ballettschulen gegangen, aufgrund von Anna. Ich bin auch sofort in die Ballettschulen gerast. Aha. Ich wollte nämlich unbedingt, aber es war... Nee? Ja. Warum denn nicht? Zu dicke Füße. Ja, noch heute, ja. Nee, ich fand das super. Also ich habe es geliebt und ich bin auch sofort irgendwo aufgelaufen und habe gesagt, schönen guten Tag, ich möchte jetzt bitte Ballett lernen. Und es war dann so, noch jemand. Ja, die 20 da hinten sind auch Anfänger irgendwie. Hast du Anna gesehen? Und es war mir ein bisschen peinlich. Und ich habe gesagt, ja, ich habe es auch gesehen. Mhm. Ich möchte gerne bitte auch so tanzen können. Mhm. Ich habe es dann aber relativ schnell gelassen. Ja, Patrick hat ja auch laufend davon geträumt, einmal so tanzen zu können. Einmal. Wie Anna. Das sieht bei uns Männern ja immer ein bisschen komisch aus. Ja, du spielst natürlich da in diesem Film auch schon wieder mit. Also du warst durchgehend in jeder Kinderserie. Ich bin ja der Weihnachtsmann gewesen. Man konnte an diesem Bach ja überhaupt nicht vorbeikommen. Ne? Vier Serien habe ich geschafft. Vier Serien insgesamt, ja. Übrigens, von 13, glaube ich. Ja. Auch im Rollstuhl vorgesprochen. Für die Rolle, die Patrick dann bekommen hat. Und die haben sie das nicht gegeben? Nein. Ja, ja. Es kommt aus dem Kasten. Aber weißt du, warum ich Vorteile hatte? Weil kleine Leute im Rollstuhl ist immer einfacher. Weißt, wenn du so lang bist, genau. Dann hast du immer das hat Gleichgewichtsprobleme. Ich glaube, es war ein bisschen Schiebung dabei. So in Kontakte und sowas. Ja, reden wir doch nochmal darüber. Nein, über die Rolle reden wir. Du spielst den Rainer, der ist querschnittgelähmt, sitzt im Rollstuhl. Und es gibt dann nachher, glaube ich, ein Happy End zwischen euch beiden. Oder wie ist das? Ja. Ja, ja. Ja. Ganz am Ende gibt es ein Happy End. Ja. Ja. Zwischendurch geht es immer so auf und nieder. Ja? Ja. Wie sieht das Happy End aus? Das Happy End sieht eigentlich so aus. Also, wie sieht es aus? Dass wir zusammenkommen. Ja, es gibt mal ein Happy End so für den Film, so eine richtig schöne Schlussszene. Ja, war die Schlussszene oder war das unsere Bettszene, wollte ich gerade sagen? Das war der Film. Die Schlussszene von der Serie war der Kuss vor der Oper, oder? Ja, stimmt, das war der Kuss vor der Oper. Diese seltsame Frisur hatte, ja. Ja, der Filmkuss. Der Filmkuss. Ja, ein richtiger Kuss. Der Serienkuss. Ja, wir haben ja vorher aber auch schon mal. Mensch, ihr seid jetzt so distanziert. Also, ihr habt vorher schon mal. Ja, wir hatten noch irgendwie, ich wollte gerade sagen, eine Bettszene ist übertrieben. Für Voramseher kann man ja nicht. Ja, das ist doch aber im Film. Ja. Im Kinofilm gewesen. Ja, und wir sprechen jetzt von der Serie. Ja. Man muss den lieben Zuschauern sagen, ja. Anna war so erfolgreich, dass es danach noch einen Kinofilm gab. Und da wurde richtig geliebt, wie wir gerade erfahren. Und er war auch erfolgreich, ja. Klar. Ja. Dieses monatelange Arbeiten, also wie habt ihr das eigentlich mit der Schule alle hingekriegt? Ich war aus der Schule schon raus. Patrick? Naja, das war immer in den Sommerferien, also 6 Wochen kann man abziehen und 3,5 Monate ging ungefähr die Drehzeit, war die Drehzeit. Also somit haben wir, ich habe die 7. Klasse, glaube ich, die Beobachtungsstufe habe ich wiederholt, irgendwie einmal. Und ansonsten bin ich mal ganz gut hingekommen und habe hinterher ein bisschen mich auf den Hosenboden gesetzt. Ach so, fleißiger Schüler gewesen, ja, Katrin? Ja, fleißig gar nicht. Ich war in der 3. oder 4. Klasse und war auch in den Sommerferien und das ging Gott sei Dank alles noch ganz entspannt. Warst du nicht im Kindergarten? Nein. Genau das Gleiche. Also ich glaube, ich habe gerade die 9. Klasse wiederholt. Schon. Ach, die wolltest du sowieso wiederholen, hast gesagt, dann kannst du es nochmal machen. Ja? Ich hatte die Ehrenrunde sowieso schon gebucht und insofern war es dann kein Problem mehr. Ja. Wie hält man das aus, wenn man so lange von zu Hause weg ist? Ich weiß, deine Mutter war immer dabei, Katrin. Meine war teilweise dabei, ja. Ja? Warst du betreut? Ja, meine Mutter war auch dabei.
Also mein Vater ist dann immer mitgereist, später, als es nach auswärts ging, ins Ausland. Also Anna in München, da kamen die mal zu Besuch am Set, aus Spaß, weil ich gesagt habe, schaut doch mal vorbei. Aber in München war keiner dabei. Mhm. Was ich mich frage, ihr habt doch vorher nie geschauspielert. Ja, okay, Werbefernsehen habe ich erfahren. Patrick, du kommst daher, Silas, als Talent spielst die Sache so, als wenn du schon irgendwie jahrelang Schauspielunterricht gehabt hättest. Das sieht man an dem einen Ausschnitt, dass du ein richtig großes Talent bist. Also woher hattest du das? Das ist wie bei Silber. Es gibt ja kein Rezept dafür. Also keiner weiß, warum man irgendwie, ist ja irgendwo so eine Magie, die in einem steckt, oder ein Talent, was irgendwie da ist, ob das nur Muse, sprachlich ist und in diesem Fall vielleicht künstlerisch. Und das kommt halt, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwann raus. Und entweder hat man die Möglichkeit, es zu behalten und macht es weiter, oder man, und das klappt eben nicht. Hast du als Junge schon geguckt, so beim Schauen anderer Serien, wie andere Schauspieler das machen? Nee, ich glaube auch dadurch, dass meine Mutter nun aus dem Job kommt und bei uns viele Schauspieler wie Horst Frank und Jutta Speidel und so auch zu Hause waren, war das für mich eben eine ganz normale Welt, wie man das mal so sagt. Also für viele andere ist das ja die Filmwelt, die VIPs. Und bei uns war das eben, die sind gekommen, haben den Rotwein, eine Flasche Rotwein weggehauen und waren genauso wie jeder andere und waren betrunken und ich gehe jetzt nach Hause. Und genauso ist mir das eigentlich auch, deswegen war das für mich nichts Besonderes in dem Sinne. Also, es mag ja auch ein bisschen so gehen, dass man, weil Henry das auch eben beschrieben hat, dass man als Kind einfach ganz selbstverständlich Dinge tut. Viel intuitiver, viel natürlicher. Man fragt nicht, man macht es einfach. War das möglicherweise auch bei dir so, dass du sagst, ich tue es jetzt einfach? Also da gibt es ein ganz interessantes Detail zu. Und zwar habe ich mal so vor, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren Justus Pauer getroffen, der hat die Serie geschrieben. Er hat viele Serien geschrieben, war der Autor von vielen Kinderserien dieser Art. Ne? Und ich habe mich dann mit ihm unterhalten und er hat mir dann gesagt, also warum wir dich damals ausgesucht haben, das war nicht, weil du besonders viel Talent hättest oder jetzt der süßeste oder bestaussehendste oder was weiß ich von allen warst, sondern weil wir bei dir das Gefühl hatten, dass du das durchhältst. Also dass du, ja, und dass du an die Dreharbeiten, das hört sich jetzt nicht, das hört sich jetzt nicht. Fang doch mal an, Henrik, fang doch mal an. Jetzt nicht. Das war nicht so. Nein, aber ich meine, und das, was Silvia, was anderes jetzt. Das schließt dann daran an, was Silvia eben gesagt hat, dass man es eben, dass man schon, aber dass sie merken, dass man jetzt kein Typ ist, der jetzt überhaupt gar kein Verantwortungsgefühl hat und irgendwie einfach so daherkommt, sondern dass sie schon merken, okay, der ist schon ein bisschen ernsthaft vielleicht für sein Alter und hat irgendwie will das auch machen und möchte das auch gut machen und hat auch so den Ehrgeiz und das Verantwortungsgefühl, dass er da auch jeden Tag hinkommt, seinen Text kann und irgendwie versucht, das Ding zu machen. Und dann gibt es natürlich das Casting vorher und da merken sie eben, ob man auch so eine gewisse Lockerheit vor der Kamera hat. Und wenn das gegeben ist, glaube ich, dann hat man ganz gute Chancen. Henrik, aber trotzdem die Nachfrage. Gibt es einen Unterschied, weil du danach auch jetzt als Erwachsener, als Schauspieler weitergearbeitet hast? Gibt es einen Unterschied für dich? Also in der Leichtigkeit? Ja, ist diese Leichtigkeit definitiv. Nachher Klar. wieder zurückgekommen oder ist sie dann weggegangen? Nein, die Leichtigkeit war auch Patrick Pacquart natürlich logischerweise da. Die ist auch nie wirklich weggegangen, obwohl ich sagen muss, ich meine klar, wenn man je älter man wird, ich muss schon sagen, man fängt dann sowieso an nachzudenken über, was mache ich hier eigentlich so? Ich bin ja mehr oder weniger zufällig zu dem Job gekommen und klar, denkt man einfach mehr nach, aber ich glaube, also ich habe ja auch gleich weitergemacht, ich habe ja meine Schule zu Ende gemacht, ich habe gleich weiter gespielt und dann stellt sich auch so eine Routine ein, dass man einfach so eine Natürlichkeit vor der Kamera hat, die auch nicht mehr weggeht, glaube ich. Lass uns über den Rummel reden, der dadurch entstanden ist. Patrick, du warst also dann in frühen Jahren, warst ein Kinderstar. Die Leute haben dich auf der Straße erkannt. Ich meine, das Leben hat sich für dich verändert. Du warst in der Schule nicht der Rama-Boy wie Hendrik, aber du warst einfach Silas. Martell. Ja. Wie hast du es ausgehalten? Wie bist du damit klar? Der Anfang ist immer ganz witzig natürlich. Wir hatten ein Riesenproblem, dass die Bravo damals unsere Adresse als Autogrammadresse inklusive der Telefonnummer rauskam. Das hatte zur Folge, dass wir so am Tag eine Belagerung von ca. 40 Menschen hatten und 80 Anrufe pro Tag hatten. Das war am Anfang natürlich ganz witzig. Dann hat man so, ist man ans Fenster gegangen, hat gemacht und dann haben die unten gequietscht alle und dann das hat man dann irgendwie ein paar Stunden gemacht und irgendwann nach 2 Tagen hat man gemerkt, das war nicht so gut, weil die fingen dann irgendwann an, auch grantig zu werden und schmissen dann mit irgendwelchen Gegenteilen in Richtung Haus. Klar. Nein, der Anfang ist ganz lustig, viele Briefe kriegen und beantworten und machen und in der Schule, guck mal, da ist er oder so und in der U-Bahn. Das wird dann relativ schnell, kommt man so auf den Boden der Realität und sagt, ja, jetzt haben wir das 2, 3 Wochen gehabt, jetzt kann das auch mal aufhören. Das hört natürlich nicht auf. Mhm. Katrin, wie viele neue Freunde hattest du? Ich hatte sehr viele neue Freunde. Ich war auf unzähligen Kindergeburtstagen auf einmal eingeladen und ich habe es irgendwie gar nicht so, ich dachte, die finden mich einfach alle total nett. Irgendwie, ich habe es nicht so ganz geschnallt. Ja. Ich hatte aber auch extrem viele Feinde auf einmal. Also es war tatsächlich so, dass es natürlich auch
auch wahnsinnig viele Neider gab, was eigentlich fast unerträglicher war. Also die Leute, die irgendwie unfreundlich und ja, habt ihr bestimmt auch alle gehabt, irgendwie, dass die Leute einen anzickten irgendwie und man als Neunjährige oder Zehnjährige dann, als es ausgeschreibt wurde, man kapiert es einfach gar nicht. Man weiß, nicht, ja? Nee, weil es ist irgendwie Teil des eigenen Lebens irgendwie, man fühlt sich nicht besonders irgendwie. Es sind eigentlich die Leute drumherum, die einem selber zu irgendwas Besonderem machen irgendwie. Und also ich habe das, ist bei mir irgendwie völlig, ich habe es gar nicht gerafft. Ja. Bei Hendrik weiß ich, dass es auch ein paar negative Reaktionen gab. Also dadurch, dass du diese exponierte Rolle hattest, was hast du erlebt? Naja, ich meine, das eigentlich ähnlich wie die beiden, dass man am Anfang eben völlig überschüttet wird mit eigentlich auch sehr viel positiven Reaktionen. Ne? Das sind ganz viele Leute, die einen toll finden und auch viele Briefe schreiben. Ja. Aber es gibt dann eben auch Leute, die in der Schule anrufen als Gag mal eben und sagen, holen Sie mal den Herrn Marz ans Telefon, seine Eltern sind tödlich verunglückt. Oder man bekommt Morddrohungen, man hat Polizeischutz. Na, bravo, und das sind natürlich die Sachen, die dann wirklich nicht so witzig sind. Die kommen dann auch und dann, wie die beiden eben auch schon gesagt haben, kommt man noch drauf, dass das wirklich auch eine ganz schöne Belastung ist. Silvia war Mädchenschwarm, war aber auch gleichzeitig, glaube ich, Jungenschwarm nach der Geschichte. Wie war das für dich, so jetzt auf einmal so ein Schwarm zu sein, auf dich wiederzusehen, hier auf Postern, da auf Bildern? Es passiert, man denkt nicht viel so drüber nach. Aber irgendwann ist es für mich gar nicht schön gewesen. Also ich habe das überhaupt nicht genossen, diese Öffentlichkeit, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe das gehasst, dass mich jeder erkennt. Jeder, aber ja, wirklich jeder. Egal, mit der Badekappe im Schwimmbad, schwamm die auf mich zu, nicht schwamm weg. Also wirklich, ich fand das ganz, ganz grauenhaft. Die Leute waren nett, vorwiegend Gott sei Dank sehr nett. Es gab sehr selten ekelhafte Menschen, die denken, sie können dann wirklich noch ins Gesicht fassen, an die Haare und so. Und man müsste sich das bieten lassen. Vorwiegend waren sie nett, es war schön, aber man möchte... eine Privatperson sein. Man ist ja auch nicht immer in Begleitung, man ist nicht immer gut drauf. Man geht auch mal alleine bummeln und man sitzt alleine am Tisch oder geht alleine und guckt sich Kleider an und 20 Augenpaare starren dann das Essen von der Gabel und so. Und das ist... Das hast du erst mal lernen müssen, damit klarzukommen. Ja, man kann das nicht lernen. Man kann nicht aufhören, das Haus zu verlassen. Das wollte ich auch nicht. Ich hatte immer einen sehr guten Freundeskreis, eine sehr gute Familie. Ich war sehr geschützt und hatte Leute, mit denen ich viel darüber reden konnte und mich da, also die haben mich alle sehr aufgefangen, aber ich persönlich habe halt sehr drunter gelitten, aber noch viel mehr über die Medien eigentlich. Also das war das Schlimmste für mich, was geschrieben wird, wie die Leute einem da entgegenkommen, wie sie einem behandeln, was man da durchmacht, das war die Krönung, also das war noch schlimmer als die Leute, die einen erkennen. Mhm. Es gab natürlich auch eine schwierige Situation privat, dann, also ne, als dann private Probleme auftaten und so, dass die Öffentlichkeit und die Medien das alles natürlich dargeboten haben. Gut, also meine privaten Probleme, ich denke, du sprichst auf meine Mutter an, die existierten, seitdem ich 7 oder 8 Jahre alt war. Eine sehr, sehr schwere Krankheit und mein Vater und ich haben sind diesen Weg mit ihr gegangen und der ist genau, diese Krankheit ist sehr, sehr schlimm geworden in der Zeit, als ich bekannt wurde. Das ist genau absolut parallel passiert. Mhm. Und ich habe das natürlich, wie auch Männergeschichten und viele Sachen aus der Presse, immer rausgehalten, weil ich nicht wollte, dass darüber irgendein Mist geschrieben wird, über diese wirklich schlimme Krankheit. Und es war sehr schwierig, immer überall zu lügen, warum meine Mutter nicht dabei ist und bla bla bla. Und als es dann passierte, dass sie den zweiten Selbstmordversuch geschafft hat, dann sind natürlich Sachen passiert, die sind unfassbar. Also wirklich einem jungen Menschen gegenüber, den man schon seit vielen Jahren kannte. Und die meisten dieser Schmierfinken, sage ich jetzt ganz boshaft mal, kannten mich seit vielen Jahren. Und ich habe viel mit denen gemacht und ich war immer nett und habe diesen ganzen Mist stundenlang ausgehalten. Und dann stehen die da und sagen, wieso machen Sie denn nicht auf? Sie haben uns doch gesehen vor der Tür, wir wissen doch, dass Sie zu Hause sind. Also was soll ich sagen? Hallo, kommen Sie rein, spaziert jetzt das Sofa, da haben wir Sie gefunden oder was? Also das ist unglaublich und es wird dann nicht ein bisschen gewartet. Mein Gott, das ist ein junger Mensch, die muss das erst verkraften. Irgendwann wird sie Interviews geben und so. Ja, ja, ich müsste den Zuschauern, glaube ich, erklären, dass deine Mutter Depression hat, war schwer depressiv und sich dann selbst das Leben nahm. Da gab es dann so eine Schlagzeile am nächsten Tag, Silvia drehte einfach weiter. Ja. Weil du warst, glaube ich, in der Produktion dann in der Zeit. Ich war mitten in einer Produktion, ja. Und es war für mich die einzige, also das Einzige, was ich machen konnte. Es ist nicht so, dass die gesagt haben, du drehst jetzt. Ja, ich meine, da kam das ganze Team in der Nacht auf mein Zimmer und das haben mich getröstet und es war schrecklich. Und dann ist die Wahl zwischen, sie können die Leiche jetzt eh noch nicht freigeben, weil sie obduziert werden muss. Mhm. So wird man dann am Telefon, muss mein Vater dann solche Gespräche führen. Was soll ich zu Hause? Soll ich warten, bis wir irgendwas machen können? Soll ich durch Regensburg, dort habe ich gerade gedreht, laufen?
Was, wäre ich verrückt? Soll ich im Zimmer sitzen? Wäre ich verrückt? Also das waren die Gedanken, die kommen alle. Was mache ich? Ich drehe die 2 Tage noch. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie ich gedreht habe. Man ist so leicht wahnsinnig dabei, macht das einfach. Der Schock, komischerweise, kommt eigentlich auch viel später. Das muss man erst verarbeiten und begreifen. In der ersten Sekunde kann man nicht, will man nicht wahrhaben, dass der Mensch nie wiederkommt. Und ich habe das gemacht und das Team war hervorragend und toll. Und das war das Einzige, was ich machen konnte. Dann habe ich nach Hause gefahren und habe das alles geregelt. Mhm. Hast du mal gedacht, also ich mache diesen Beruf nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, öffentlich zu sein? Also ich habe mich halt sehr, sehr, sehr in die Schauspielerei verliebt. Und es ist kein einfacher, lustiger Job. Man hat nicht jeden Tag 20 Angebote am Tisch. Es ist viel, viel schwerer, wenn man etwas vorhat. Also wenn man das wirklich ernsthaft betreiben will und viele Sachen ablehnt, die eventuell Geld gebracht haben, aber nicht das, was man künstlerisch möchte. Wenn man diesen Weg ist, ist es noch schwieriger. Viele Leute sind beleidigt, wenn man Nein sagt. Man hat halt einen Stempel, wenn man so erfolgreich war wie wir alle hier, dann ist man halt Patrick Parkar, das Nesthäkchen, Silas, was weiß ich. Und die Leute haben keine Fantasie, man kriegt schwierig andere Rollen angeboten. Es ist ein großer Kampf. Und man sagt oft, mein Gott, dieser Scheißjob, es ist eine solch verlogene Branche, ich habe keinen Bock mehr, aber ich spiele so gern. Und jedes Mal, wenn ich wieder Arbeit hatte und ich stand da auf der Bühne und war vor der Kamera mit dem netten Team, ich will nichts anderes machen, nur das. Ich will das. Ich will das machen und die Zeit dazwischen ist schrecklich manchmal. Und wenn man dann privat noch so was Schlimmes erlebt, was der Vorfall an sich schon unglaublich schlimm ist und so schmerzhaft. Und man muss das machen und hat noch nicht mal die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, hallo, hört alle zu, das ist alles gelogen. Man kann sich nicht wehren. Das ist so, und diese Menschenwürde und die Menschenrechte, die dann so hochkommen, das ist auf die Straße und ich erzähle jedem, das ist alles gelogen, was da steht. Ja. Man kann es nicht. Ich war beim Anwalt, der hat gesagt, ich könnte viel Geld mit Ihnen machen, aber Sie müssen das alles nochmal erleiden. Und dann steht ganz klein widerrufend, der ganze Artikel, alles steht wieder drin, Vater und Tochter suhlten sich im Ruhm, Mutter war allein, Schwachsinn. Ich meine, die eigenen Nachbarn haben negative Äußerungen der Presse weiter, also mitgeteilt. Sie kannten uns seit so vielen Jahren und haben gesagt, ja, wir haben sie allein gelassen. Und all diese ganzen Sachen. Mich haben sie angerufen. Weißt du das eine? Nein. Ja. Echt? Waren wir das 96 oder irgendwas? 92 war das. Mich haben sie angerufen. Bei mir rief, da hatten wir ja irgendwie eigentlich schon 3, 4 Jahre gar keinen Kontakt mehr. Und da rief mich eine bewährte Tageszeitung an und hat gesagt, ja, die Mutter von Frau Seidel hat sich das Leben genommen, was sagen Sie dazu? Da habe ich gesagt, so, was wollen Sie jetzt von mir? Ich sage, selbst wenn es so wäre und ich diese Frau hassen würde, was ich nie getan habe, würde ich selbst dann nicht, würde ich Ihnen jetzt erzählen, was ich irgendwie davon halten würde. Ne? Mhm. Damals. Also es war auch ganz, daran sieht man nicht mal, wie armselig das manchmal schon dort ist, ne, in den Medien. Ich würde noch mal ganz gern Katrin fragen, weil Katrin, du hast dich frühzeitig entschieden, nicht den Job des Schauspielers zu machen oder der Schauspielerin. Warum? Das hatte irgendwie keinen Grund. Also es war für mich, wie gesagt, damals klar, das ist eine einmalige Sache. Ich habe dann nach der Schule kurzfristig das Bedürfnis gehabt, doch nochmal Schauspielerin werden zu wollen und war auf der Schauspielschule in München. Da habe ich es 3 Tage ausgehalten. Da habe ich gedacht, nee, ich halte es hier nicht aus. Wieso nicht? Was war los? Es war die anderen ein Tag, sind doch geblieben. Die anderen, ich weiß nicht, ob die geblieben sind, aber einen Tag mussten wir uns mit Mu-Mu-Mu-Mäh-Mäh-Mäh unterhalten. Dann ging es zum Singen, keiner traf einen Ton. Dann mussten wir Geisterbahn spielen. Da habe ich gedacht, nee, also das ist Psychotherapie hier, das brauche ich nicht 3 Jahre. Vielen Dank, ich bleibe hinter der Kamera. Pinguin auf der Eisscholle. Ja, achso, das gehört auch dazu. Pinguin auf der Eisscholle spielen. Ein Kollege erzählt. Also es ist wirklich genau so, wie man sich's vorstellt, nur noch schlimmer und noch bekloppt. Silvia, wie ist das bei dir? Also du bist weiter, hast du ja so leidenschaftlich gerade beschrieben, wie sehr du den Job liebst. Gibt es immer noch so eine Identifikation mit früher, wo Leute ankommen und sagen, aha, Anna, die große prima Ballerina? Also ich finde es ein Phänomen, dass es nach 17 Jahren immer noch so viele Leute wissen und kennen und einen darauf ansprechen, wie schön das doch war. Es hat Gott sei Dank jetzt aufgehört, ich kann überall hingehen, es erkennt mich eigentlich niemand mehr. Es ist ganz, ganz selten, dass mich jemand erkennt. Aber die Leute wissen, also wenn es darauf kommt oder wenn sie nach der Vorstellung kommen, immer wieder sind noch ein paar da im Theater, die dann extra die Anna-Bücher dabei haben und so. Klar, ich meine, im Beruf selbst ist es sehr, sehr schwer, was du gerade gesagt hast. Die Fantasielosigkeit ist grenzenlos. Silvia selber schreiben. Ja. Hier, Katrin. Aber das geht ja auch nicht, man kann ja nicht alles selber machen. Nein, man hat ja auch Leute und Bekannte, man kennt viele Leute und die auch Ideen haben und so. Mhm. Und ich hatte auch sehr, sehr viel Glück, muss ich sagen, dass immer wieder schöne Sachen kamen und es Gott sei Dank immer wieder Leute gab, die mir mehr zugetraut haben.
Es war halt sehr viel Theater jetzt die ganzen letzten Jahre und es ist nicht das Schlechteste, sage ich mal, wirklich nicht. Und ja, man muss selber auch eine gewisse Entwicklung durchmachen. Klar, also ich habe in den letzten Jahren Sachen gespielt, wo ich einfach weiß, die hätte ich vorher auch noch nicht spielen können. Es kommt dann, denke ich, auch vieles zur richtigen Zeit, wo man sagt, vielleicht soll es auch so sein. Mhm. Und ich nehme das auch an und es hat viel mit einem selber auch zu tun. Wie lange hat es denn gedauert, die Anna wirklich loszuwerden? Oder bleibt die Anna? Also loswerden, nicht mehr erkannt zu werden, jetzt fast nicht mehr, das hat wirklich, also ja, so 15 Jahre auf jeden Fall, denke ich, gedauert. 14, 15 Jahre. Die letzten Jahre ist jetzt eigentlich abgeebbt. Das ist jetzt wirklich frei. Das dauert schon eine Weile. Was eure Fans jetzt wirklich interessiert, sie sind ja alle noch ein bisschen verliebt in euch. Das bleibt ja so. Das wachsen mit. Das ist aber schön. Mit. Das ist schön, wenn so 30-Jährige mit 30-Jährigen stehen und sagen, oh, mit dir bin ich groß geworden. Die wollen natürlich jetzt wissen, also noch eine kleine letzte persönliche Frage. Seid ihr alle vergeben? Nee. Henrik, das ist ja, die Fanpost wird jetzt wieder geschrieben. Ich bin ja verheiratet mit Sohn. Also. Mit Sohn. Silvia. Sehr glücklich. Sehr glücklich. Vergeben zwei Katzen. Katzin, das hast du sehr süß gesagt. Sehr vergeben toll. Zwei Katzen. Vergeben zwei Katzen. Also ihr Lieben, herzlichen Dank für die launige Runde. War ein großes Vergnügen, dass ihr hier wart, dass wir noch ein bisschen über das reden konnten, was fast 20 Jahre zurückliegt. Ich wünsche euch alles Gute im neuen Jahr. Tolle Jobs, tolle Aufträge. Danke. Ja, und ja, ich möchte noch sagen, wer dann nächste Woche zu Gast ist, die gesamte Besatzung des Traumschiffes, also der Kapitän ist da, Siegfried Rauch, die Chefstewardess Heide Keller, die Dauerpassagierin Gila von Waltershausen und der Chef des Janssen, der erfolgreiche Fernsehproduzent Wolfgang Rademann. Der Anlass zum 50. Mal sticht das Traumschiff in See und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche dabei sind. Kommen Sie erstmal gut ins neue Jahr, ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und würde mich freuen, Sie nächsten Montag um 23 Uhr dann wiederzusehen. Machen Sie es gut. Tschüss.